Unser Herzmuskel wird durch drei große Herzkranzgefäße versorgt. Diese Versorgung übernimmt die Ernährung des Herzmuskels und beim Herzinfarkt kommt es zu einem Verschluss eines dieser Herzkranzgefäße. Dadurch ist die Durchblutung nicht mehr gewährleistet und ein Teil des Herzmuskels stirbt mit der Zeit ab. Deshalb ist es wichtig, so schnell wie möglich ein verschlossenes Herzkranzgefäß wieder zu eröffnen. Hauptsächlich durch die Beschwerden, einen sehr starken Vernichtungsschmerz, vorwiegend auf die Brust lokalisiert. Das ist unabhängig, ob es in den rechten Arm oder in den linken Arm ausstrahlt. Es kann auch einmal in den Oberkiefer ausstrahlen. Insbesondere auch bei Frauen haben wir atypische Beschwerden, vorwiegend Oberbauchbeschwerden. Diese Schmerzen sind so stark und die halten länger als 5 Minuten an. Und da ist es unbedingt notwendig, so schnell wie möglich in die Klinik zu gehen, um ein EKG zu schreiben. Im EKG kann ich dann definitiv den Herzinfarkt feststellen. Es ist ganz wichtig, dass schnell reagiert wird, denn jede Minute zählt. Je länger keine Durchblutung stattfindet, umso mehr Herzmuskel geht verloren. Wir sagen, Zeit ist Muskel und wenn der Muskel verloren geht, pumpt unser Herz nicht mehr. Zum einen wissen wir, dass 80-90% der Patienten, die eine koronare Herzerkrankung, auch einen Herzinfarkt haben, letztendlich die Ursache auf den Lebensstil zurückzuführen sind. Es gibt beeinflussbare Risikofaktoren, da können wir selbst was dagegen tun. Und es gibt eben nicht beeinflussbare Risikofaktoren. Die nicht beeinflussbaren Risikofaktoren sind das Alter, das männliche Geschlecht, aber auch die familiäre Belastung. Und dann gibt es 7 Chancen gegen den Herzinfarkt, Risikofaktoren, die wir gut beeinflussen können. Ganz oben an steht das Rauchen, also Nichtrauchen. Zweitens, sich bewusst und gesund ernähren. Drittens, Übergewicht zu vermeiden, den hohen Blutdruck gut einzustellen, den Zucker gut einzustellen, Stress abzubauen, wenn immer möglich, und letztendlich ausreichende Bewegung. Bewegung ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um präventiv einen Herzinfarkt vorzubeugen.